Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Eiweißverwertung Teil 2. Hier machen wir Tannenbäumchen, die zweifarbig sind. Wie du das hinbekommst mit ein bisschen Deko, aber ich glaube, die brauchen gar keine Deko, die sind so schön, das werde ich dir gleich verraten. Das erste Video hast du gesehen, da findest du die Zusammenstellung des Teiles und jetzt, wie wir das so schön zweifarbig machen. Also viel Spaß dabei! Die eine Variante habt ihr nun gesehen und die zweite zeige ich euch, wie man schön gestreifte Weihnachtsbäume macht. So, dazu habe ich mir hier schon mal eine Spritztülle gerichtet und diesmal eine transparente, damit ihr auch seht, was ich hier mache. Unten habe ich schon mal eine relativ große Spritztülle mit reingemacht, wie ihr seht. Stelle es mir hier in ein Glas. Ich komme mal weiter runter, damit ihr das auch seht. Genau. Und da habe ich wieder meine heißgeliebten wilden Farben und auch wieder da das Grün genommen. Und nun gehen wir her. Ich gehe dann mit dem Löffelstiel hinein und gehe an meine durchsichtige Folie. So. Und gebe das Ganze hier an den Rand. So. So seht ihr auch ganz genau, was ich da mache, wenn es die transparente ist. So. Das braucht er nicht sehr gleichmäßig machen, denn es wird sich eh farblich verteilen. So. Das, was er hinter mir hört, sind nicht die Weihnachtsglocken, sondern im Wohnzimmer spielen die Katzen. Aber das machen wir mal beim Follow Me Around, damit ich euch zeige, wieso ihr das alles so gut mitbekommt. Wir haben jetzt die Farbe schön verteilt. Am Rand entlang und nun geht es ans Befüllen. Wie ihr die Baiser-Masse herstellt, habe ich euch ja schon gezeigt. Und gleiche Thematik wie vorher, ihr füllt das schneeweiße Baiser hinein, das richtig guten Stand hat. Ich habe diesmal ein bisschen Vanillearoma mit dazu gegeben, also Vanillemark extra. Schön süß. Wir schieben das Ganze jetzt ein bisschen, was passt noch. So. Und nun drücken wir das Ganze nach unten. Und ihr seht es, hier seht ihr, ich habe es reingedrückt und jetzt geht es nach unten. Und jetzt schauen wir, was da unten rauskommt. Ich gehe gleich mal aufs Blech, nehme euch gleich mal mit dazu. Das heißt, die Farbe kommt nun richtig gut raus. Ein Streher und obendrauf das zweite und das dritte. Nochmal für euch. Unten drauf. Drücken, 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 drücken und da zieht ihr etwas hoch und wieder drücken, drücken, drücken und wieder hoch und nochmal drücken und da braucht ihr nicht mehr viel dekorieren, denn sie haben den Schnee schon mitgebracht. So sehen eure Meisterwerke aus, wenn sie fertig sind. Also euer Tannenwald ist gesichert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ihr seht, die gehen ganz locker, leicht, fluffig ab. Ganz locker, leicht, fluffig gehen die ab. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Wenn sie schön geworden sind oder auch nicht, schreibt mir es doch mal unten rein, wenn ihr sie nachgebacken habt. Ich würde mich sehr über ein Bild von euch freuen. Bis dann, eure Silke. Mein kleiner Tannenwald. Und so sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Eure zweifarbigen Tannenbäume. Die grünen Varianten könnt ihr gerne wählen, ob ihr ein bisschen mehr, ein bisschen weniger haben wollt. Das ist so eure Spielerei, wie ihr es gerne selber machen möchtet.
Ich werde die jetzt schön verpacken, die kommen jetzt zu den Weihnachtsgeschenken mit dazu, aber ich benutze sie auch als Tischdeko, denn ich finde, auf dem Teller machen die sich richtig, richtig gut. So, wenn du mir noch nicht folgst, kannst du es gerne nachholen, kannst mich gerne hier abonnieren. Ansonsten findest du mich auf Pinterest, Twitter, Instagram und Facebook. Also, und ich habe auch nichts dagegen, wenn du mir ein Foto unten reinstellst. Deine Silke von Anders Backen.